Ich habe schon alles gemacht. Betonieren, Klempnern. Das seid ihr zwei? Echt alles. Man hat immer einen Nacken, klar, oder? Vorwärts, euch läuft die Zeit davon, los geht's. Ich wäre gern selbstständig. Mein eigener Boss. Stellen wir gleich zu Anfang ein paar Dinge klar. Hi, Rosie! Wach auf! Der dreht durch, wenn du wieder nicht in die Schule gehst. Wenn sie sich weigern, dann bekommen sie einen Strafzettel. Oh, Rosie! Das ist doch jetzt nicht wahr. Sie arbeiten nicht für uns, sie arbeiten mit uns. Es geht nicht auf Zeit. Ich werde pro Visite abgerechnet. Los, scannen, scannen! Halt still! Gescannt! Ja, ja, die können jede Sendung verfolgen. Du kannst es sogar in die Gartenlaube legen und die wissen, wo es ist. Verfluchte Scheiße! Da hinten ist so ein Köter mit Riesenzähnen. Ich glaube, der hat mir ein Stück von meinem Hintern rausgebissen. Das entscheidet, wer überlebt und wer nicht. Päckchen für Mr. Campbell? Nee, für Campbell nicht. Ich werde erst bezahlt, wenn es zugestellt ist. Warst du auf den Bahngleisen und auf den Dächern damit? Andernfalls endest du so wie... Naja, ich weiß auch du? Nicht. Weißt du, ich hätte nie gedacht, dass es so schwierig wird. Das macht nochmal 100 Pfund Bußgeld und eine Verwarnung. Aber heute ist mein Abend mit der Familie. Und heute war so viel extra. Und ich will Ihnen eins sagen, nicht mit meiner Familie. Danke für den tollen Tag. Herr über Ihr eigenes Schicksal, Ricky. Sind Sie dabei? Ja. Vindaloo, da musst du echt hart sein. Verstehst du, mein Junge? Naja, wenn du meinst. Oh, verdammt.